Caroline, irgendwie mein Akku war leer. Also habe ich dir jetzt gezeigt, irgendwie, ne? So, Licht an den Rohren halt und Entkalker. Weil wenn sie Keime finden, ist das ja auch ein bisschen anstrengend und so. Ja, jetzt zeige ich dir das nochmal. Gesehen? So, wir haben ja vierspurigen Autobahn, ne? Obwohl hier nicht ein Auto fährt normalerweise. Ja. So ist das. Deswegen immer nur noch Kohlsuppe hier. Es tut mir echt leid, so, ne? Aber es ist voll wahr. Deswegen nervt das langsam mit ihren Ideologen. Obwohl ich ja selber eine bin, aber dafür benutzen sie halt Demonstrationen und ja. Ansonsten leben sie ja irgendwie gar nicht eingesperrt, sie leben auch nicht unter ganz miserablen Bedingungen, wir sind ja so reich und so. Das hatte mich halt geärgert, weißt du? Also, ne, bei Zähne so, mir ist schon wieder ein Schneidezahn jetzt abgebrochen, das ist aber so und ja, wie der Zahnarzt meinte, ich muss das dann irgendwann am Ende selber zahlen und dann gehen die Leute halt nicht mehr zum Zahnarzt. Weil sie kein Geld haben, um das irgendwie bezahlen zu können. Ich habe jetzt wieder einen Kostenvoranschlag wegen der Unterfütterung meiner Prothesen. Müsste halt meine Fresse noch ein bisschen geduldig ertragen. So ist das. Ich bin da echt nur noch genervt drüber, weil ich hatte Sonnezustände im Höhlbeen zweimal und danach nie wieder. Und hier ist das irgendwie schon an der Tagesordnung. Deswegen nervt das, ne? So, ich muss noch mal eine Cabanossi in meinen Kohl packen. Weil ich finde, sie gehen mir auch zu viel auf diese Gedenktage. Also die verfrachten irgendwie die Mieter irgendwo hin, reden von der globalen Solidarität und feiern Gedenktage. Und irgendwie kriegt man dann immer noch einen mit, obwohl man eigentlich keine Lust hat, sich da wirklich anzuschließen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also das konnte mir irgendwie auch keiner erklären. Das bekam ich dann ja auch erst hinterher raus. Also immer diese, wir gedenken dann und so. Ich meine irgendwie, keine Ahnung, Alter, woran soll man denn gedenken? An Chemieunfälle oder was? Werden die aber noch ein bisschen nachhelfen oder wie? Also das nenne ich schon verblendet, irgendwie so, weißt du? Aber nun gut. Wollte ich dir nur gesagt haben, Caroline. Also fühle dich jetzt bitte nicht dumm angemacht von mir, weil meine Laune sinkt deswegen. Ich bin ja froh, dass hier überhaupt noch was funktioniert. Und dass meine Geräte noch gehen und nicht irgendwie hinterrücks wieder rausgeräumt werden. Und ich zeig dir das nochmal.
So sieht mein Kühlschrank aus. Muss man einen neuen kaufen und darf den wieder abschließen. So ist das ja. Also bis dann. Ciao.